Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Red Matter. Ich bin der Schansen und wie ihr seht, befinde ich mich in dem Zug hier. Und die Batterie haben wir geholt. Ah, ich muss kurz mal das hier hin, sonst nicht alles sieht hier. Die Batterie haben wir geholt und ja, ich würde sagen, los geht's. Ab geht die Luzi mit diesem Zug. Huch. Kann man nicht mehr nehmen. Okay, los geht's. Tschüss. Ja, haben wir beim letzten Mal gelöst. I decrypted Oh, some jetzt more bin ich of the data, gespannt. Sasha, about the cavern you just left behind. They refer to it as Ground Zero. Und Zero. Ground Zero. That place in the mines, that's where the red matter was first discovered. Dr. Okay. Lysenko designed the machine to manipulate it in some way. You think maybe Lysenko and Irina worked on their experiments with the red matter together? I'd be surprised. The doctor had a reputation for being very possessive of his research. I doubt they'd have gotten along. Okay, schauen wir mal, wo es uns jetzt hintreibt. Das ist die Endstation hier. Kommen wir nicht weiter. Gute Batterie ist ja noch richtig schön voll. Die können wir vielleicht noch mal für irgendwas anderes nutzen. Und wir gehen jetzt mal hier raus. End of the line. Schick. Looks like we finally made it to the secondary entrance. Okay, muss mal schon gucken hier. Exactly, did you say this fire broke out, Beta? Not a trace of it so far. That's odd. Reports indicate that the fire had devastating effects. Okay. Maybe it only affected the base's innermost areas. In any case, also hier können wir auf jeden Fall let's hoch. Focus on finding Stas. Oh Gott. So. Und dann können wir schon auch da rauf, ne? Und dann da oben rauf, dann sind wir oben auf diesem Ding da drauf. So können wir da hochfliegen können. So, darüber und dann auf den Container. Dann sind wir schon wieder gleich oben. Kann ich von hier darauf? Oder lieber von da drüben? Das ist wahrscheinlich besser von da, ne? Ein bisschen erhöht. So, und... Ja, das sieht doch gut aus. Oh, ich hasse es. Aber jetzt hoch. Zack. So, da ist der Weg und da können wir rein. Gehen wir runter. Zack. Also nochmal, wir spielen das Ganze ja auf der Quest 3 und egal was man sagt, ich finde, das sieht einfach wirklich, also das sieht echt gut aus. Guckt euch das mal an. Also das ist, es wirkt natürlich alles nochmal viel plastischer, wenn ihr das selber auf der Quest 3 spielt. Hätte ich auch nochmal Lust zu gehabt, dieses ganze Ding als 3D aufzunehmen, sodass ihr das mit der 3D-Brille angucken könnt, das Let's Play, und selber rumgucken könnt. Das geht ja leider nicht, aber man könnte ein 3D-Video machen, ja, aber naja. Ist irgendwie nicht das gleiche. So, wir können hier rein, glaube ich. Mal draufdrücken. Okay. Da ist doch hier der Professor, wer ist es? Hat den Einsatz von Sicherheitsdrohnen angeordnet, die schwach. Okay. Wir haben jetzt eine Waffe. Pläne des Zugangsports. Eine Linie zeigt an, wie man einen bestimmten Abschnitt erreichen kann. Okay. Warte mal, lass uns mal hier einloggen. Da kann sie uns helfen. Uns einloggen? Nee. Achtung, die erste ist defekt. Oh ja. Zweite auch. Oh. Dritte auch. Natürlich, die letzte geht wieder. Jetzt sehen wir wieder unseren Kollegen, wie der hier irgendwas macht. Da ist er. Oh, das sind ja aber richtige. Das sind ja richtige Drohnen diesmal. Also die sehen ja wirklich mal fortschrittlich aus. Okay. Stas. He plotted a course to the rail depot and is headed for the main hall. Looks like he's also been looking into defense drone schematics. Okay. Wait. Defense drones? Don't tell me they have those patrolling the area. Looks that way. Turns out Lysenko ordered their deployment himself. Das wäre schon cool. The doctor. What the hell is he protecting? Be very, very careful, Sasha. Those drones are lethal and you don't have combat training. Don't worry. I'll be careful. Okay, also die Dinger, die er abmacht da, sind das die Schwachpunkte denn? Seht ihr das? Könnte gut sein, ne? Okay. So. Was machen wir denn hiermit auf? Da geht die Tür unten auf. Was ist denn dahinter? Hm? Gar nichts, aber da können wir auf jeden Fall rein. Ist hier noch irgendwas machen können? Ich glaube nicht. Hm. Den kann man rausmachen. Dann könnte man die Tür auch zumachen vielleicht.
Oder ich muss die ja gar nicht zumachen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal runter. Und diese Drohnen, Wachdrohnen, die werden uns wahrscheinlich schon in der nächsten Zeit begegnen. So, lass mal hier runter. Sicherheitshalber schon mal die Waffe rausholen. Oh, es geht zu. Das ist natürlich uncool. Oh. Great, I see one. It spotted me. Take cover. Try firing at its weak spots. Okay, ganz einfach. Das Viech. War's das? Ich bin halt der perfekte Schütze. Cooles Gunplay eigentlich, muss ich gerade mal sagen. Das macht auch schon wieder Laune. Jetzt kommt ein bisschen Scheiß rein. Ah, ich habe einen Teil getroffen. Da, du Penner. Gut. Don't see any more of them. Das macht Laune. Good. Keep an eye out, Sasha. I doubt they'll be the last. Okay, ist defekt. Ist offline, also wir müssen irgendwie hochkommen. Wieder mit Fliegen wahrscheinlich. Da oben ist ein Stromkasten, den müssen wir aufmachen. Dafür müssen wir aber darüber einmal. Und dann da oben längs marschieren. Ist egal, von welcher Seite wir das machen eigentlich. Kann auch direkt drüber fliegen, oder? Ja. Jetzt bin ich gespannt, was klappt. Oh, das war dumm, das war dumm. Das war dumm. Shit, machen wir mal. Gut. Da. So rüber. Ah, perfekt. Gut. Auf hier das Ding. Ah, das ist so eins. Das finde ich nicht so schlimm. Diese mit den drei Dingern finde ich ein bisschen nerviger. Hier gehen wir jetzt auch wieder, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Von da nach da. Wir müssen darüber kommen. Hier ist nur einer, der in die Richtung gehen kann. Das heißt, der kann auch nur in die Richtung gehen. Der hätte verschiedene Möglichkeiten. Schauen wir mal. Unten wäre zu leicht. Glaube ich fast. Da geht's runter. Rüber. Runter. Ganz runter. Jo, würde ich sagen. Shit. Dann haben wir da Strom. Da Strom, das macht natürlich gar keinen Sinn. Müsste ja eigentlich da weitergehen. Warte mal. Ja, geht ja auch nur diese Meldung hier. Mehr kann er ja nicht machen. Das heißt, die, egal welcher sind, der könnte noch darüber gehen. Dann sind ja noch dahin. Ja, so. Bringt uns nicht, weil der ist ja nur, der ist ja gerade, der muss aber da rein. Das heißt, das bringt uns gar nichts. Das würde bedeuten, der muss auf jeden Fall hier nach oben. Nee, hat ja auch keinen Sinn. Warte mal. Mich gerade ein bisschen überfragt. Warte mal. Der geht so. Der geht hier raus. Ne? Dann geht es hier hoch. Und hier hoch geht es ja eigentlich nur in. Würde ja eigentlich nur in eine Richtung gehen. Seiden. Nee. Dieser hier kann ja nicht anders. Der kann nichts anderes machen als so gehen. Geradeaus. Und der kann eigentlich, der könnte noch nach unten gehen, ja. Aber das bringt uns nichts, weil der kann auch nur nach oben gehen. Hier unten ist er fest. Das heißt, wenn der hochgeht, so, so.
Das geht auch hier längs, alles kein Problem. Da längs. Der geht runter. Das heißt, er muss den auf jeden Fall nehmen. Guck mal. Ach, warte. Oh. Ich will die Waffe mal bereit machen. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas scannen können hier, denn ich sehe jetzt nicht, dass wir sowas zu scannen haben. Aber vielleicht ist das ja hiermit. Öffne Sicherheitsschloss. Zugangsbereich, Bereich mit Zugangsbeschränkung. Okay, haben die Roboter irgendwas verloren? Dass wir das suchen oder benutzen können? Nö. Da oben ist ein Ding offen. Vielleicht können wir da irgendwas. Finden wir da irgendwas. Testen wir mal. Ja, ich glaube, da ist irgendwas drin. Sieht schon so aus. Oh, vielleicht nur ein Roboter. Nee, das ist eine Kapsel oder irgendwas. Ja, guck mal, liegt was. Aber keine Schlüsselkarte, sondern ein scheiß Brief. Warte mal. Landungssicherungsstruktur. Wir verwenden uns einfach während des Transports zu schützen. Hier ist die Probe, die ich dir versprochen habe. Ich habe es tatsächlich nicht wie von der angewiesen ausgeholt. Ich hoffe, meine Bemühungen werden belohnt. Bringt mir ja gar nichts, ne? Nur so nebenbei. Da drüben ist ein Büro. Seht ihr das? Zwischen diesen Containern oder was ist da? War da auf jeden Fall ein Computer. Da ist was drin. Da können wir rein. Lass mal runter. Da liegt eine Schlüsselkarte. Jetzt gehen wir direkt mal ein hier. Oh, da sagt der Computer wieder was zu uns. Und Vlad, okay, was will er von uns? Oh nein, nicht du schon wieder. Ich werde dich wohl nie los. Was? Hier, tust du überhaupt was? Was tust du überhaupt hier? Ich? Das ist nur einer von vielen Orten, von denen aus ich meinen Genossen diene. Mach dir nichts aus dem bescheidenen Arbeitsbereich. Er hat zwar nicht den Pomp einer feudalen Behausung, aber er ist erfrischend bescheiden, findest du nicht auch? Natürlich bin ich nur auf freiwilliger Basis anwesend. Jemand wie du könnte glauben, ich wäre gegen meinen Willen hier. Da liegest du falsch. Okay. Oh, hab ich ihn gescannt? Ich bin immer sicher, als Moment. Nicht, dass ich ihn noch gleich brauche. Ich glaube zwar nicht. Das wird wie beim anderen sein. Kann ich auch durchkoppeln? Perfekt. So. Gut, dann machen wir mal das Türchen auf hier, was? Ich bin das sicher gefunden, Vlad. Gleich hinter der Schanze ein bisschen. Ich hab gar nicht mehr gerade was. Alter Schrott, okay. Kann ich so einfach zielen damit? Okay, auch Schrott. Ah, jetzt hab ich getroffen. Flieg mal hoch, da du Affe. Okay. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Okay. Was? Great job. You sure you don't have prior combat training? Dann können wir mit Vlad hier durchkommen, müssen wir den neuen Code haben, ich glaube nicht, ne? Müsste klappen.
Okay, noch mehr Kämpferei jetzt. Ich weiß nicht, was man mich an der Kante. Nicht, dass wir auf einmal überrascht werden. Okay, da ist so ein. Kann man nicht kaputt schießen? Nee, kann man nicht, okay. Das scannt auf jeden Fall alles ab. Da unten ist ein Loch, da müssen wir schon mal rein. Oder? Können wir aber nicht reinkommen. Ist man nicht einfach so. Gut, hier hinter. Tür geht wieder zu. Muss die Kiste vorschieben, kann das sein? Wenn die Kiste schieben kann, ich weiß nicht. Beta, Stars has opened a hole in the ground, but I can't get to it. There's a turret protecting the area. Okay. And this one is shielded. That's just great. Well, maybe there's a terminal nearby to disable it. Gut, gleich mal. Mal kurz geduckt bleiben. Vielleicht kriegen wir wirklich ein Terminal hier, wo es ausschalten kann. Kurz warten, bis er hier weggescannt hat. Ach, du Scheiße. Oh, ich glaube, passiert nichts. Okay. Gut. Das hier schieben? Was kann man schieben? Okay. Das wäre irgendwas gut. Ach, vielleicht um da oben raufzukommen. Pass mal auf. Das ist mehr weiter nach vorne. Gut, dass die Stolp-Dinger da sind, sonst werde ich runterfallen wahrscheinlich. So, pass auf. Gehen wir hier rauf. Dann darauf. Und hier, kann man sehen, ist jetzt ein Ding offen. Hier geht die Tür auf. Wie kommen wir jetzt zur Tür, ist die Frage. Können wir da rumfliegen? Wie hoch scannt er? Scannt er da bis da oben drauf? Nee, tut er nicht. Guck einer an. So. Wahrscheinlich kein Strom, wie immer. Port offline, kein Strom festgestellt, ja, klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Spiel wird gespeichert. Oh, hier machen die irgendwas. Da ist eine Tür offen, hier erstmal da rein. Große Tanks. Beta, they were storing the red matter in simple hydrogen tanks. There are leaks everywhere. Yeah, that checks out with the information I've managed to decrypt so far. It looks like they were extracting red matter from Ground Zero and transporting it here via the rail network. But why so much? Was Lysenko out of his mind? I can understand small-scale sample research like Irina did. But this... I'm not sure what to say. Okay. Just as surprised as you are. Es fehlt immer noch Strom. They were playing with fire. Das ist jetzt ein Generator, würde ich sagen. Aber wie kriegen wir den an? Achso. Ah, warte mal. Perfekt. Na gut, lass mal gucken, was das Ding da hinten macht. Wahrscheinlich das Rolltor auf oder so, ne? Okay, mach ich auf. Das macht nichts. Oh, guck mal, das Ding. Das wollen wir holen und zwar müssen wir das da rausschieben, damit das... Da kann ich nichts machen. Das Rolltor brauchen wir. Das brauchen wir, um da rauszukommen, um das Ding hier hinzuschieben zum Fenster. Das Problem ist bloß, uns fehlt eine Kurbel. Das Ding hat noch keinen Strom, ne? Nee. Gut, wir brauchen eine Kurbel. Oder so ein Drehrad oder sowas. Vielleicht ist das hier drin irgendwo. Noch ein. Noch so eins hier? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also wir brauchen eine Kurbel oder ein Drehrad. Ist die Frage, wo wir das herbekommen. Wahrscheinlich in dem Loch da drin. Na jawohl, kann es ja nicht sein. Dann müsste das ja. Schauen wir kurz da rein. Wenn es unten drin wäre. Nee, ich muss ja das Ding ausschalten, damit ich da reinkomme. Also da unten drin wird es nicht sein. Aber wo kann denn so ein Drehrad sein? Dann schieben wir kurz weiter rein. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Sieht auch nur eklig aus. Sieht einfach nur eklig aus, aber keine Kurbel oder so. Ach Quatsch, guck mal da oben. Habt ihr das gesehen? Okay, aber das ist keine Kurbel. Das ist nur dieser Stoppstutzen da, ne? Den kann man in da reinstecken. Also wir brauchen trotzdem noch die Kurbel. Um das oben zu behalten. Aber ist auch die Kurbel noch drin? Nee, sieht nicht so aus. Hier steht ja irgendwas hier drauf. Mal gucken. Das ist die fünfte Uhr, die ich diese Woche überprüfen muss, wenn das Cosmo wo ich habe keine Zeit für so etwas. Ich dachte, das wäre vielleicht die Dings, die da unter ist. Okay, schreiben die hier. Wir müssen die Extraktion abbrechen. Diese Container sind dafür nicht ausgelegt. Okay. Wir werden unsere Quote nicht erfüllen, wenn wir die. Irgendwas mit der Uhr. Hat er vielleicht irgendeine andere Uhr, die noch. Hier ist die, wie wichtig ist. Oder irgendwelche Uhren austauschen muss? Nee, ne? Hier gibt es aber auch keinen. Da hinten ist ja offen, vielleicht ich mal hingehen. Warte mal. Ist da was drin im Container? Nee, da ist nichts. Okay. Also, wenn ich so eine Kurbel wäre, wo würde ich mich denn verschanzen? Beziehungsweise verstecken? Wo kann die sein? Ich krieg ja diesen Wagen nicht hier durch die Tür, oder? Der muss durch dieses Ding da durch, damit wir. Oder ist das hier schon die Kurbel, dass man nicht drehen kann? Nee. Das ist nur der Festhaltestutzen. Da oben ist sie. Könnt ihr sehen? Da oben ist sie, okay. Da müssen wir hier rauf fliegen, warte mal. Ja, okay. Ich wusste jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass man hier rauf kommt, aber wir kommen hier rauf, okay. So. Dann. Perfekt. Mein Gott, es läuft ja wie geschmiert hier. So, den räumen wir jetzt dahin. Dann können wir doch da easy peasy reingehen. Na, okay, ein bisschen gerade müssen wir hier schön hinstellen hier. Sonst kommen wir da nicht ran. Und hoch geht's. Perfetto. Zack. This must be where they studied the red matter. I'm still checking the data. Let's see if I can figure out what they planned on doing with it. Gut. Ich würde sagen, hier hören wir aber auf für heute, denn das reicht, glaube ich. Sonst wäre das wieder so eine lange Folge und ich wollte die Folge nicht mehr ganz so lang machen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.